Hi Leute, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und heute haben wir gemeinsam ein Viererpack Überraschungseier und auch heute haben wir wieder eine Special Edition. Twist Heads nennt das sich das Ganze. Ich bin schon gespannt, was wir bekommen werden. Auch hier steht wieder auf der Verpackung, dass zwei Figuren garantiert sind. Und deswegen machen wir das Ganze doch jetzt einfach mal auf. Okay, wie versprochen, 1, 2, 3, 4 Überraschungseier. Und vielleicht haben wir schon, wie immer am ersten Ei, schon eine Figur. Nochmal schütteln das Ganze. Manche Leute behaupten ja, dass man beim Schütteln schon erkennen kann, ob da eine Figur drin ist. Ich muss sagen, mir fällt es schwer, manchmal hat man damit aber Glück. Ich weiß gar nicht, könnt ihr mittlerweile erkennen am Schütteln eines Überraschungseis, ob eine Figur drin ist? Lasst es mich doch einfach mal in den Kommentaren wissen. Und vor allem möchte ich wissen, woran ihr das dann erkennt, wie sich das Ganze anhören muss. Okay, nein, das sieht nicht aus wie ein Twist-Head. Ich glaube, wir haben hier etwas anderes. Das sieht aus wie ein kleiner Eisbär, aber... Ja, doch, tatsächlich ein Eisbär. Und ich denke, das stammt aus der Natoon-Serie. Genau, wir hätten auch einen Elch haben können oder einen Wolf. Aber wir haben den Eisbären bekommen. Und ich denke, den haben wir ganz schnell in wenigen Schritten zusammengebaut. Ja, von der einen Seite schaut er schon fertig aus und jetzt auch noch die andere Seite. Ja, wie versprochen, ganz schnell waren nur drei Teile. Diesmal also kein Problem. Schaut euch mal den Eisbären an. Ich glaube, der möchte lieber an den Nordpol auf einer Eisscholle sitzen, als hier bei mir zu Hause zu sein. Aber okay, wir nehmen einfach das zweite, nächste Überraschungsei für heute und hoffen, dass wir diesmal so eine kleine Twist-Head-Figur haben. Okay, Schokolade wie immer beiseite. Und ich glaube tatsächlich, ja, das ist so eine Twist-Head-Figur. Und wenn ich das Ganze richtig verstehe, kann man bei diesen Figuren sozusagen den Kopf drehen, aber man kann sie auch sozusagen die Köpfe auftrennen und mit anderen Figuren zusammen verbinden. Dazu braucht man natürlich mehrere Figuren und wir haben jetzt hier leider erst nur eine Figur. Aber genau, hier die Anleitung eindeutig. Man kann sie zusammenstecken, okay. Ja, schon ältere Überraschungseier von 2012, schon ein paar Jahre alt. Aber ich habe sie für euch rausgekramt, weil ich doch auch neugierig war, was sich hier wohl drinne befindet. Okay, also wir haben einen Eisbären und eine Twist-Head-Figur. Und wir haben immer noch zwei Eier. Ich bin gespannt. So, schauen wir mal und Tatsache, wir haben unsere zweite weitere Twist-Head-Figur. Scheint sogar diese Figur zu sein, die auf der Vorderseite der Schachtel von den Überraschungseiern abgebildet zu sein. Ganz in Pink mit einem weißen Herz auf der Brust
Und auch hier kann man den Kopf wieder drehen. Cool. Okay, nehmen wir einfach das letzte und vierte Überraschungsei für heute und schauen mal, was wir hier drinne finden werden. Ich vermute mal keine weitere Figur, aber sicherlich etwas ganz anderes, was auch nicht verkehrt ist. Und was haben wir hier? Schaut aus wie ein Puzzle. Ein Twisthead Puzzle oder was ist das? Also wer mich kennt und meine Videos regelmäßig sieht, weiß, dass ich nicht gerne puzzle und... Naja, schauen wir es uns erstmal an, aber ich glaube... Ja, heute möchte ich das Ganze auch nicht zusammen puzzeln. Vielleicht mache ich das Ganze später nach dem Video, wenn ich die Schokolade auch esse. Okay, hier noch einmal die Figuren, die zwei Twisthead-Figuren, einmal in Pink und einmal in Schwarz und natürlich auch der Eisbär. Noch ein kurzer Blick auf die Schachtel. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Gunnar und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam Überraschungseier auspacken.